Moin Leute! Heute Abend wird etwas Geniales in der Höhle der Löwen vorgestellt, bei dem ich denke, dass es eine Menge Potenzial hat, gerade jetzt. Es ist ein Mini-Karawan, den man sich ans Auto hängt, für den braucht man keinen Führerschein, für einen Anhänger und er soll auch noch sehr, sehr wenig kosten. Und das stellt der Hannes heute Abend in der Höhle der Löwen vor. Und ihr werdet schon vorab hier im Startup-Taxi erfahren, was soll das Teil kosten, was will der Hannes dafür haben, welche Investitionssumme ist notwendig und wird jemand investieren und wenn ja, wer wird investieren? All das hier vorab schon im Startup-Taxi. Miniaturing heißt das Ganze also. Ist ein kompakter Wohnwagen, aber eigentlich auch nur so ein Anhänger, den du dir hinten ans Auto packst. Also könnte ich mir hier hinten dran bauen, wenn ich eine Anhängerkupplung hätte, die bräuchte ich dann wohl noch. Das ist also, das musst du dran bauen, dann kannst du das Ding ziehen. Aber das Gute ist, du brauchst keinen Führerschein für irgendwie so einen großen Anhänger, weil der hat ein bestimmtes Gewicht. Ich glaube, bis 750 Kilo kann man so ziehen und dann brauchst du keinen Führerschein dafür. Das stellt der Gründer Hannes in der Höhle der Löwen vor. Wie ist Hannes überhaupt auf die Idee gekommen? Er hat seinen Abschluss gemacht und ist dann durch Europa gereist mit dem Auto, hat ein Zelt dabei, hat das dann immer überall aufgestellt und dann hat er festgestellt, das ist eigentlich alles cool, nur das Nervige ist dieses Zelt und dass du da drin schlecht schläfst, dass du keinen Strom hast und immer aufbauen und abbauen und das hat ihn natürlich genervt und dann kam er auf diese Idee, diesen Miniaturing-Caravan zu bauen. Den hat er also selber angefertigt jetzt in der Kleinserie und den kann man bei ihm über die Webseite miniaturing.de bestellen. Erstmal würde ich denken, coole Sache, gerade jetzt, trifft genau die Zeit. Das Gerät soll auch noch absolut wenig kosten und ist mega leicht. Also ist im Leergewicht nur 250 Kilo. Und jetzt gibt es drei Varianten von dem Caravan. Einmal Basic, dann gibt es ein Comfort und Comfort Plus. Basic ist einfach nur dieses Haus, ne? Da ist dann nichts drin, kannst du selber ausbauen. Comfort ist, da ist schon dann was zum Pennen drin und Comfort Plus ist dann mit Küchenausstattung und allem drum und dran. So, und das Ganze soll günstig sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was kostet dieses Teil, ja? Weil das soll ja der entscheidende Vorteil sein. Hannes sagt also, es kann sich wirklich jeder leisten. Im Gegensatz zu so einem großen Wohnmobil oder zu einem großen Wohnanhänger soll das super günstig sein. So, was kostet jetzt diese Basic-Variante? Die kostet 7.699 Euro. Da ist dann wirklich nichts drin. Dann haben wir die Komfort-Variante, wo eben das Bett noch drin ist, 7.935 Euro. Und plus, komplett ausgebaut, 8.630 Euro. Ja, wenn ich jetzt überlege, so ein Baumarktanhänger, der auch bis 750 Kilo geht, ne, da hast du diese Fläche zumindest schon mal und so einen kleinen Aufbau, der geht so bei 400-500 Euro los. Ja, jetzt musst du natürlich ein bisschen handwerklich begabt sein oder du holst dir irgendwie eine Schreinerei oder so, die dir dann so ein Ding da drauf baut. Aber ich glaube, dass du da nicht bei 8.000 Euro landest. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Zumal es gibt ja jetzt so viele Leute, die sich selber so einen Van ausbauen. Die kaufen sich dann einfach so einen alten Ford Transit oder einen alten Mercedes-Kastenwagen, der vielleicht schon 30 Jahre alt ist, mit H-Kennzeichen. Und dann habe ich ja auch schon alles im Auto drin. Ich brauche keine Anhängerkupplung, ich brauche nicht da irgendwas hinten dran noch, sondern ich kann das Teil auch fahren, was wirklich eben, wo ich dann auch drin wohne und übernachte. Erscheint mir sinnvoller, weil die gibt es ja auch schon günstig und gerade mit H-Kennzeichen zahlst du dann ja nicht viel, zahlst du pauschal 191 Euro Steuer in Deutschland und dann ist fertig. Ja, aber jetzt 8.000 Euro, also da kriege ich wirklich schon einen günstigen alten Van und dann kann ich mir den ausbauen, weil in diesem Ding für 8.000 ist ja auch nichts drin. Da muss ich auch erstmal alles einbauen. Also ja, Boom ist da, die Leute fahren gerade wie bekloppt mit Wohnmobilen und Anhängern und allem möglichen durch die Gegend.
Nur dieser Preis erscheint mir doch sehr hoch. So, und dann gibt es eine Preisliste und dann baut Hannes da auch noch alles Mögliche ein, was du haben willst. Da gibt es so lauter Extras und dann kannst du das auch noch individuell ausbauen lassen. Dann zahlst du irgendwie für eine Arbeitsstunde 70, 80 Euro oder sowas und dann baut er dir da ein, was du haben willst. So, wie sieht es jetzt marketingtechnisch aus? Wie viel hat Hannes denn jetzt schon verkauft von den Anhängern? Noch nicht so viel. Da ist kein großer Markt da, das ist jetzt eine Kleinserie, damit startet Hannes erstmal und auch schaut selber mal rein, googelt mal nach dem Teil, es findet sich nicht so viel. Es gibt, ich habe weder großartig jetzt irgendwie Medienartikel gefunden und auch auf den sozialen Kanälen wie Instagram und Co., da kann ich noch nicht viel Aktivität entdecken, da fehlt der Buzz, da fehlen irgendwelche Outdoor-Blogger, irgendwelche Influencer, ja, mein Lieblingswort, die das Ganze irgendwie pushen. Da gibt es ja Tausende mittlerweile. Also da würde ich schon erwarten, wenn ich jetzt da als Löwe sitze, als Investor und in das Teil investieren soll, dass da schon richtig was da ist, wo ich merke, okay, hier wurden schon Hunderte oder Tausende verkauft, hier ist eine Fanbase, die Leute posten Fotos. Du kannst ja riesen Stories machen mit dem Teil. Irgendwelche Sachen, hey Leute, postet eure coolsten Videos mit dem Miniaturing-Anhänger, postet Fotos von den ausgeflipptesten Orten, wo ihr mit dem Miniaturing steht und. Da ist leider noch nicht viel vorhanden. Da muss also noch mega Aufbauarbeit betrieben werden. Ich glaube, Hannes ist ein guter Handwerker und hat auch coole Ideen. Hat dieses Teil wirklich echt durchdacht aufgebaut. Das erfordert ja auch erstmal eine Menge Gehirnschmalz, überhaupt so ein Modell so zu machen, was sich dann auch zumindest in einer kleinen Serie verkaufen lässt. Und das hat der Hannes richtig gut gemacht. Ich weiß aber nicht, wie er im Marketing aufgestellt ist, ob er jetzt erst die Zeit in die Produktentwicklung gesteckt hat und jetzt sagt, jetzt ist das fertig und jetzt stürze ich mich voll da rein, das zu vermarkten. Oder aber ist er ständig immer noch dabei, die Dinger selber zu bauen und ist in der Produktion und hat gar keine Zeit dafür. Da müsste man natürlich dafür jemanden einstellen oder man braucht eine Menge Kohle. Und damit sind wir dann nämlich jetzt bei dem Punkt, was benötigt Hannes denn jetzt für diesen Miniaturing-Caravan, um den richtig auf die Straße zu schieben? Welches Kapital ist notwendig? Und das sind 95.000 Euro für 25% der Firmenanteile. Sind also 380.000 Euro Unternehmenswert. Ja, klingt jetzt ganz moderat. Und 95.000 Euro, wir haben eben drüber gesprochen, das Ding muss richtig angeschoben werden, da muss eine Menge Marketing gemacht werden. 95.000 Euro ist nicht viel Geld. Das verpufft schnell, gerade wenn du nicht genau weißt, wie gehst du da überhaupt, in welche Richtung gehst du und wer macht das. Vielleicht musst du jemanden dafür einstellen, hatten wir eben ja auch besprochen, wenn Hannes die ganze Zeit in der Produktion steht. Ja, und einen Mitarbeiter einstellen für 95.000 Euro, ja, gut, da kannst du gerade mal 1-2 Jahre machen und dann ist das Geld auch weg. Ja, und dann muss das aber auch eine gute Person sein. Also erscheint mir ein bisschen wenig dafür, dass da noch nicht viel passiert ist. Das erfordert eine Menge Aufbauarbeit und es ist eben nicht viel da. Und deshalb ist auch die Frage, würde da jemand investieren? Würdet ihr investieren in so etwas? Ja, schwieriges Thema. Wobei man sich bei den Löwen nie sicher sein kann. Gerade Nils Glagau investiert häufig in Dinge, wo ich denke, wird schwierig, da jemanden zu finden. Aber die Bewertung ist durchaus so, dass da jemand investieren könnte. Ist jetzt nicht super übertrieben, so dass vielleicht alle sagen, nee, der spinnt wohl, da geben wir gar nichts. Die Fälle haben wir auch oft besprochen, dass einfach nur irgendwer die Aufmerksamkeit der Show haben will. Das erscheint mir bei dieser Bewertung nicht. 95.000 Euro für 25%, da wird vielleicht noch ein bisschen nachverhandelt und dann könnte man da durchaus einen Deal eingehen. Nur die Frage ist, wer geht dieses Risiko ein? Wer sagt, ja, ich traue das dem zu, dass wir das jetzt richtig groß machen? Genauso wie zum Beispiel Nils Glagau ja auch in diese Honigbox, in diese Bienenbox investiert hat, obwohl da noch nicht viel passiert war. Das Thema ist ja auch mit denen angegangen. Also könnte durchaus sein, also Ralf Dümmel ist mit Sicherheit raus, das ist gar kein Produkt für ihn. Und
ja, vielleicht noch Nico Rosberg. Wenn ich diesen Mini-Caravan gekauft habe, dann gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich selber abholen mit einer roten Nummer oder Überführungsservice und. Kostet natürlich nochmal extra. Dann fahre ich da zum Hannes und hole das Ding ab. Ich denke nicht, dass hier jemand investieren wird. Mini-Restwahrscheinlichkeit, dass Nils Glagau investiert, kann ich mir aber bei diesem Produkt nicht vorstellen. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Produkt. Ich finde den Preis nur ein bisschen hoch. Aber klar, ich meine, von irgendwas muss der Hannes ja auch leben und sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, wenn ich da an den Endkunden denke, also das Einsteigermodell und dieses Komfort, wo nur diese Liege drin ist, das macht für mich gar keinen Sinn, weil das komplett ausgestattete Modell kostet dann ja auch nur 600 Euro mehr als das Teil, wo schon die Schlafmöglichkeit drin ist. Also wenn, dann glaube ich, das Komplettpaket. Die anderen, wenn man selber bastelt, das macht für mich keinen Sinn. Da ist das für mich viel, viel sinnvoller, einfach einen alten Van zu kaufen, der noch gut in Schuss ist und dann selber auszubauen. Dann habe ich auch alles schon im Auto drin. Das wird sinnvoller sein. Ansonsten die Comfort Plus Variante 8600, das könnte was sein. Die anderen Modelle würde ich wegschießen. Das würde ich so machen, dass das wirklich nur ein Modell ist, was komplett ausgestattet ist für Leute, die nichts basteln wollen. Da ist also auch noch sicherlich ein bisschen was zu tun an der Produktpalette, ein bisschen feilen die Produkte, welche Produkte sollen es überhaupt sein. Vielleicht hat Hannes selber auch ein bisschen daran gedacht, dass er selber so der Bastler ist und das gerne ausbaut und dass das andere bestimmt auch so machen wollen. Ja, nur dafür, ich kann es nicht oft genug sagen, finde ich für dieses Basismodell den Preis zu hoch. Bei dem Comfort Plus, ja, könnte man vielleicht so machen, wenn man das richtig anpreist, anbietet, das Marketing gut aufsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass sich da schon Käufer finden werden für den Comfort Plus mit 8600. Als Investor, ja, da muss man bereit sein, eine Menge Risiko einzugehen, wie natürlich bei vielen Gründungen, aber bei diesem hier, weil das noch ganz am Anfang steht und da viel Aufbauarbeit geleistet werden muss, glaube ich, dass das Risiko schon sehr, sehr hoch ist und dass hier niemand investieren wird. Schauen wir uns die Sendung heute Abend an. Ich bin gespannt, ihr auch. 20.15 Uhr, reinschauen, Höhle der Löwen und damit bin ich raus. Bam!